Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Inquisition. Ihr wolltet gerade etwas sagen, Cullen? Hm? So. Ich? Ja. Haven bietet nicht genügend Platz für die Ausbildung unserer Soldaten. Vielleicht könnten wir ja das Gelände hier drüben nutzen. Warum hier drüben ist? Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall mal die 5% Erfahrung mit. Genau. Ich glaube, 5% mehr bringt mehr als diese 50%, was nicht ganz so häufig vorkommt. Mehr Pflanzen. Weitere Suchaktionen. Beziehungen. Makelloser Ruf. Rabatt, seltene Bestände. Freunde in welchen Positionen? Händler, wurde mal richtigen Leuten. Kunden, seltene Gegenstände? Nein. Oh, ein weiteres Trankfeld. Okay, nein, ich suchte. Maximalen Fokus höher. Maximal für sämtliche Gruppe von 200, 300. Mehr Heiltränke, Plan für Magier. Ach. Nehmen wir erstmal das, damit wir auch ja nichts übersehen. So, 114 Gold, das ist doch schon mal schön. Wachtürme errichten. Die Flüchtlinge im Hinterland sehen sich der Bedrohung durch Banditen, die drin Magier und desertierten Templer ausgesetzt. Ja, das haben wir doch eben freigeschaltet. Meine Soldaten werden die Türme binnen kurzer Zeit errichten. In der Nähe von Wittlip gibt es einige Adlige, die der Inquisition mit Freuden helfen werden. Hey, das machen wir. Machen selber. Wir uns an die Arbeit? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Verfügbar. Na ja, gemacht. Wir stehen euch zu Diensten. Offene Handelsbeziehung. Und Olays. Ein Geschenk für Bianca. Nee, das wollte ich nicht, weil wir reisen jetzt hierhin. Wobei, hier kann ich ja hinreisen ohne. So, Liliana, wie ich höre, waren eure Vögelchen bei der Suche nach Glitzerkram für die Inquisition ja recht erfolgreich. Vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen, als mich einer der Schmiedelehrlinge Bianca vorbeigehen sah, hat er mich angesprochen. Er meinte, er wäre einmal einem Formari-Magier namens Provident begegnet, der einige Ideen zur Erhöhung der Präzision von Belagerungsgeräten hat. Ideen, die man vielleicht auf Bianca übertragen könnte. Als er dann mit Begriffen wie Rückschlagsdämmung und geradlinige Bewegung um sich warf, habe ich mich höflich verabschiedet. Könnt ihr eure Eltern vielleicht sagen, sie sollen nach Provident oder einem Entwürfen ausschalten. Ich habe zwar kein Problem mit Biancas Präzision, aber sie mag es, wenn ich ein bisschen an ihr rumschraube. Ja, Liliana, ich kann einem Spion natürlich sagen, sie sollen nach diesem Provident Ausschau halten, aber macht euch keine allzu großen Hoffnungen. Der Aufstand der Magier hat viele Opfer gefordert. Auf diese Entwürfe würde ich auch nicht allzu viel geben. Dann wollen wir doch mal sehen. Und wir gehen in Val Ruix an die Kirche wenden.
Der Weg der Inquisition. Die verbleibende Klerikerin der Kirche haben die Inquisition zu Ketzern erklärt. Jegliche Versuche, Verbündete für den Kampf gegen die Brescher zu gewinnen, sind gescheitert und wir könnten im Moment nicht einmal einen Fuß in die Hauptstadt setzen, ohne festgenommen oder von einer wütenden Menge angegriffen zu werden. Wir müssen die Kirche davon überzeugen und Zugang zur Stadt zu gewähren, damit ihr beweisen könnt, dass der Herold Andristes nicht das Monster ist, für das sich die Klerikerinnen halten. Oh, genau das machen wir. Wir haben immer noch 13 Macht über, alter Schwede. Die könnten wir echt mal so demnächst Stück für Stück einsetzen. Oh, Belagerungsmaschinen, ja. Wer möchte, darf lesen. Noch mehr Text und noch mehr Text, also. Wer das alles in der kurzen Zeit schafft, die das Spiel zum Laden braucht. Respekt, sag ich mal. Okay, so kurz sind die Ladezeiten jetzt ja nicht, aber das Thema hatten wir ja schon mal. Vielleicht haben sie die Ladezeiten ja deswegen so lang gemacht, damit man diese ganzen Texte da lesen kann, die sie im Ladescreen einem so vorsetzen. Wäre doch auch mal eine gute Theorie. Die Stadt trauert noch. Sie scheinen alle zu wissen, wer wir sind, Sucherin. Eure Beobachtungsgabe beeindruckt mich immer wieder, Varric. My Lord Herold. Ihr gehört zu Lilianas Leuten. Was habt ihr herausgefunden? Die Kirchenmütter erwarten euch, aber auch jede Menge Templer. Hier sind Templer? Die Leute scheinen zu glauben, die Templer beschützen sie vor der Inquisition. Sie sammeln sich auf der anderen Seite des Marktplatzes. Ich denke, dort wollen die Templer sich mit euch treffen. Dann haben wir wohl keine Wahl. Dann werden wir auch mal dahin gehen. Die Leute beschützen? Vor uns? Wir wussten, dass es irgendeine Reaktion geben würde. Aber ich hatte nicht erwartet, dass die Templer auf den Plan treten würden. Gut möglich, dass die Leute nur vermuten, was die Templer tun werden. Ich habe von keinen konkreten Plänen gehört. Denkt ihr, der Orden ist in den Schoß der Kirche zurückgekehrt, um uns klein zu halten? Ich kenne Lord Sucha Lucius. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Kirche zu Hilfe eilt. Nicht nach allem, was passiert ist. Kehrt nach Haven zurück. Jemand muss sie informieren, falls wir aufgehalten werden. Wie ihr wünscht, my lady. Die Straße ihrer grübelnden Sinnes. Inschrift auf einer Tafel. Yay, Stufenaufstieg. Unsere Herren und die handelnden Personen. Ja. Mafferets schlechtes Gewissen. Darunter eingeritzt von einem Vandalen beim Zusammenstoß mit einem niedrigeren Türer. Ja. Und hier auch? Und plötzlich ist sein Kopf zu schwer. Der ist anscheinend nicht sehr beliebt hier in der Gegend. So. Und drüben haben wir auch noch was zu lesen. Und vorteilhafte Frisur, okay. Ah, hier gibt's reichlich zu lesen. Und noch mehr zu lesen. Und ich vermute mal, das Schild war auch zu lesen. Richtig vermutet. Und da ist noch ein Schild. Alter Schwede, hier gibt's. Schnellreise, die will ich nicht. Egal. Die Templer werden uns helfen, wie sie es immer getan haben.
zu lesen, bitte. Na, was habt ihr denn noch für mich hier? Na, mit Cutscene sogar. Gute Leute von Val Royeaux, hört mich an. Gemeinsam trauern wir um unsere Göttliche. Um ihr naives und wunderbares Herz, das durch Verrat zum Schweigen gebracht wurde. Ihr fragt euch, was mit ihrem Mörder geschehen wird. Nun, ich werde es euch sagen. Seht ihn euch an, den sogenannten Herold Andrastes, der sich anmaßt, sich zu erheben, wo unsere Göttliche fiel. Wir sagen, er ist ein falscher Prophet. Der Erbauer würde in der Stunde unserer größten Not niemals einen Elf schicken. Ja. Habe ich ja nie behauptet eigentlich. Ich habe nie etwas derartiges behauptet. Ich wurde weder von Andraste noch vom Erbauer geschickt. Ich versuche einfach, die Bresche zu schließen. Sie bedroht uns alle. Das stimmt. Die Inquisition will diesen Wahnsinn nur beenden, bevor es zu spät ist. Das ist es längst. Die Templer sind zur Kirche zurückgekehrt. Sie werden sich dieser Inquisition stellen, damit die Leute wieder in Sicherheit sind. Ganz ruhig, sie ist unter unserer Würde. Was hat das zu bedeuten? Ihre Forderung nach Autorität ist eine Beleidigung. Ebenso wie die eure. Lord Sucher Lucius, wir müssen dringend mit euch... Ihr haltet den Mund. Lord Sucher? Ihr habt eine Ketzerbewegung begründet und eine Marionette zu Andrastes Propheten erhoben. Ihr solltet euch schämen. Alle solltet ihr euch schämen. Die Templer haben niemanden im Stich gelassen, als sie die Kirche verließen, um die Magier auszumerzen. Ihr seid es, die versagt haben. Ihr, die ihr unsere rechtschaffenden Schwerter mit Furcht und Zweifel straft. Wenn ihr hier seid, um der Kirche zu gefallen, kommt ihr zu spät. Das einzige Schicksal, das hier Respekt verlangt, ist das meine. Nun ja, sind ja nicht sehr begeistert. Ja, wir fragen sie direkt. Was wir wirklich brauchen, ist eine Allianz, um die Bresche zu schließen. Oh, die Bresche ist in der Tat eine Bedrohung. Aber ihr habt ganz gewiss nicht die Macht, etwas dagegen zu tun. Aber Lordsucher, was, wenn er wirklich vom Erbauer geschickt wurde? Was, wenn... Ihr seid zu höherem berufen. Stellt keine Fragen. Ich werde den Templerorden zu einer Macht formen, die sich alleine gegen das Chaos stellt. Wir verdienen Anerkennung. Unabhängigkeit. Ihr habt mir gar nichts gezeigt. Und die Inquisition? Weniger als nichts. Templer, Val Royeaux ist unseres Schutzes nicht würdig. Wir ziehen ab. Na, das lief ja gut mit den Templern. Sympathischer Bursche, was? Hat Lord Sucher Lucius den Verstand verloren? Kennt ihr ihn gut? Er führt die Sucher der Wahrheit seit Lord Sucher Lemberts Tod vor 2 Jahren an. Er war immer ein vernünftiger Mann, nicht übermäßig ehrgeizig und ganz gewiss kein Selbstdarsteller. Das ist alles sehr bizarr. Sieht nicht so aus, als könnten wir die Templer dazu bewegen, uns zu helfen. Ich würde sie noch nicht abschreiben. Es muss im Orden doch Leute geben, die erkennen, was aus ihm geworden ist. So oder so. Wir sollten zuerst nach Haven zurückkehren und die anderen informieren. Okay. Seit der Ermordung unserer Göttlichen. Ohne sie sind diese zahnlosen alten Vetteln verloren.
Ist das ein langer Text? Ein langer Text. Was ist das? Ein Pfeil mit einer Botschaft? Ist eine Nachricht angehängt in groß fließender Handschrift und umgeben von Kritzeleien. Die Leute sagen, ihr wärt etwas Besonderes. Ich will helfen. Und ich habe beste Kontakte. Es gibt einen Schurken in Val-Royor, der euch etwas anhaben will. Sucht nach roten Dingen auf dem Markt, in den Docks und rund um die Taverne. Dann findet ihr ihn vielleicht zuerst. Nehmt Schwerter mit. Freunde der roten Jenny. Ein schlechtes Skizze der Orte auf dem Markt ist beigefügt. Okay, was klingt denn da? Irgendwas zum Untersuchen? Oh, ich kann den Baum untersuchen. Galgen 2. Nicht nett. Hier ist noch irgendwas zum Untersuchen. Ah, die Nachricht da dran. Weil wir so wenig zu lesen haben. Noch mehr zu lesen. Bringt immerhin 50 Erfahrung pro Lesen. Wir haben jetzt schon wieder bei 100. Ich denke, dieser Bote versucht... Ihr seid der Herold Andrastes, nicht wahr? Ich habe hier eine Einladung für euch. Erste Verzauberin, ihr seid hier mit der Sendung empfangen zur Schutte. Jupp, werden wir natürlich nach... Komm, da war das zum Lesen. Alter Schwede, also. Puh. Was habt ihr denn so zu verkaufen? Wo ist denn euer Verkaufstisch? Da. Ich suche eigentlich nur nach Plänen. Was verkaufst du eigentlich? Rüstung. Ist auf jeden Fall teuer. Ach, egal. Und da ist noch ein Verkaufsstand. Oh, der wird wohl Waffen verkaufen. Gehe ich mal von aus. Für Solas was vielleicht dabei? Nicht wirklich. Also Rüstung brauche ich nicht wirklich. Wir sind gut genug. Nicht die sind gut genug, wir sind gut genug. So. Hier ist ein... Waren doch auch noch ein Verkaufsstand. Sie haben uns verlassen. Das sind keine Verkaufsstände. Die Templer überlassen uns den Magiern. Okay. Was hast du denn zu verkaufen, bitteschön? Keine Waffen. Keine Pläne. Dann halten nicht. Untersuchen. Ja. Okay. Noch was zum Lesen. Weil ich glaube, ich höre das. Ist doch sicherlich irgendetwas zu finden. Moment mal. Ich glaube, ich lasse das mit dem Scrollen. Weil das ist ja so viel. Das rote Handtuch. Und hier ist noch was zum Untersuchen. Die Wasserqualität. So. Damit hätten wir einen roten Gegenstand gefunden. Ne, da kommt man nicht rein. Okay. Ja, komm. Lust. Wir brauchen doch noch ein paar... Da kann ich was untersuchen, ich sehe es doch schon. Und da, das Lesen ist meins. Noch mehr zum Lesen. Ich glaube, ich mache hier bald ein ganzes Level. Da liegt doch was Rotes. Was haben die vor? Na, war ich doch. Noch was zum Lesen. Wunderbar.
Okay. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Bis demnächst. Ciao.